Patronen bringen mir eigentlich eh nichts, weil ich sie eigentlich eh nicht benutze. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Okay, da ist er. Gott, bin ich manchmal blöd. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich dasselbe Problem. Viel Munition, aber alles welche, die man schon hat. Ah, Brandgeschosse. Das ist natürlich wieder nice. Brandgeschosse sind selten und sind ziemlich stark auch gegen die Aliens. Vor allem im, jetzt dann im nächsten Level wird man diese Brandmunition sehr gerne benutzen. So. Hier wird es wieder ein Gefecht geben praktisch. Sobald man an der Tür ist, hat dann auch der letzte Raum hier in dem Level ist, dann ist schon wieder vorbei. Man sieht nichts und jetzt wird gleich wieder hell gemacht. Einfach alles abknallen. Die Viecher sind natürlich an sich recht gerissen, aber eindeutig treffbar. Dürfte auch nicht mehr lange dauern, bis die Tür aufgeht. Soweit ich weiß. Jetzt feuern die zurück. Ah ne, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Jetzt hier, man sieht es schon wackeln. Jetzt ist ein gutes Zeichen. Jetzt wird die Tür gleich aufgehen und man darf wieder frei sein. Praktisch in der Freiheit, jedenfalls in der frischen Luft. So, jetzt dürfte hier alles tot sein. Jetzt müsste die Tür auch aufgehen. Fände ich auf jeden Fall sehr nett. Ja, hier wackelt jetzt schon alles. Jetzt geht's gleich auf. Hoffentlich. Wäre blöd, wenn das jetzt hier noch ewig lang dauern würde. Weil für gewöhnlich, also kann ich mich daran erinnern, dass es gar nicht so lange gedauert hat. Sind tatsächlich noch Gegner, aber für gewöhnlich habe ich auch nie alle ausgeschaltet. Vor allem habe ich mal das Level beendet. Oh verdammt, die Munition ist leer. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, verdammt, das war ein Fehler, da jetzt voll reinzufliegen.
geht's gleich auf, jetzt wenn hier der elektrische Strom fließt und so. Dann geht's gleich voll ab. Jetzt. Ich will nicht nach draußen, lasst mich da nicht draußen. Nein. So, wir sind wieder frei praktisch. Zum Glück sind die Ladezeiten nicht allzu lange, kann ich direkt weitermachen. Na komm schon. Komm schon. Ich will doch nur auf, genau. So, wir befinden uns wieder in Freiheit. Hier ist inzwischen alles zugeschneit. Wir tauschen am besten diese Waffe hier, gehen direkt gegen die Schrotflinte, denn die Munition von der anderen Waffe ist ja leer und das bringt uns ja dann echt herzlich wenig. Ich stelle sie gerne auf Fernschuss, aber in dem Level finde ich sie sogar vielleicht sinnvoller, die so einzustellen. Weil dann denke ich mal, wenn ich nah an ihnen bei ihnen stehe und voll drauf halte, müssten die eigentlich ziemlich schnell tot gehen. Und die halten hier meistens doch recht viel aus. So passt das. Gegen die Aliens muss auf jeden Fall vorsichtig sein, denn die drücken schon. Ah, verdammt. Ich hasse diesen Nachladereflex immer, wenn man denkt, der Gegner ist tot, direkt auf Nachladen drücken. Und vor allem, wenn sich dann rausstellt, dass der Gegner noch lebt, ist es extremst nervig. Aber ist nun mal so, ich habe diesen Nachladereflex und ja. Für gewöhnlich ist er auch ganz nützlich. So läuft man selten mit einer leeren Waffe rum. Jedenfalls selten in ein neues Gebiet, also. Verdammt. Also ich frage mich, warum der jetzt nicht gestorben ist. Weil ich habe ihn ja schon recht heftig erwischt.
Dann werde ich mich jetzt einfach anschleichen. Ich weiß jetzt, wo er rauskommt. Da steht, manchmal steht der Gegner packen und manchmal bringt es einfach nicht fertig. Ich finde es einfach so schlecht, wenn man da manchmal Gegner packen kann und manchmal wieder nicht. Ich frage mich echt, was sie soll. Jetzt bleibe ich einfach mal hier stehen und warte, wo die... Ich weiß, dass da zwei sind und ich weiß, dass ich die ganze Zeit von einem anderen hinterrücks angegriffen werde. Weil der hier, der hat ja teilweise, wo habe ich Damage bekommen, obwohl der nicht geschossen hat. So, okay, der war doch da. So, jetzt. Und zwar ist doch wieder gut, dass ich die Schrotflinte mitgenommen habe, denn ist doch recht nützlich und dann kann ich mir die Brandmunition fürs nächste Level aufsparen, wo ich sie auf jeden Fall auch brauchen werde. Mindestens genauso dringend wie hier, also. Einfach weitermachen. Ich werde wahrscheinlich nachher auch noch kurz eine Aufnahmepause machen, um zu gucken, wie viel Speicherplatz ich noch habe, weil wäre natürlich scheiße, wenn ich aufnehme und es irgendwann einfach abkackt, weil meine Festplatte voll ist. Jedenfalls die Partition, die ich mir dafür gemacht habe. Okay, neue Feinde. Verdammt. Ich dachte, der schlägt ihn auch so weg wie bei normalen Feinden. Das habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich mich schon recht hart treffen lassen und das war nicht positiv. Aber ich habe es geschafft. Theoretisch kann man sich auch an den Gegnern einfach vorbeischleichen, aber habe jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Man hört immer mal wieder... Wo sind wir? Hat er die Gegner fallen gelassen? Oder hat er überhaupt welche fallen gelassen? Keine Ahnung. Also extra zurücklaufen tue ich jetzt nicht wegen Gegnern, aber für gewöhnlich tue ich jetzt nicht an welchen vorbeilaufen, wenn sie direkt vor mir sind. Will ich auf jeden Fall vermeiden. Weil jetzt greifen sie mich 100%ig an. Jetzt gibt es gar keinen Versuche mehr, wie ihr könnt mich ja nicht angreifen. Nicht nur, dass ich jetzt schon mindestens, ja, ich denke mal, es waren zwischen 5 und 10, so 7 Stück, denke ich mal, geschätzt.